Ach ja, war schön. Langer Ausflug nach Whitespring, echt genial. Kann natürlich sein, dass trotzdem wieder bei irgendeinem High-Level-Fuzzi dann irgendwann wieder vor mir, bevor ich dahin bin, dort war und dann ist natürlich wieder alles für den Arsch. Ups, Entschuldigung, das war meine Tasse. Das heißt dann, auf jeden Fall, tut mir leid, Whitespring ist gesperrte Zone, bis wir mal mindestens auf 50 sind oder so. Wie halt der Vaultboy hier draußen reinschaut. Ist leider nun mal jetzt so. Müssen wir halt mit klarkommen, halt, warte mal, können wir zufällig herstellen? So wie das Feuer. Okay, ich habe kein schmutziges Wasser. Weg da. Hallo, du sollst da weggehen. Also, okay. Wir haben auch eine Krankheit, die sollten wir wegheilen. Wo haben wir denn? Wo haben wir es denn? Hey. Bei Redaway verdient können wir auch mal kurz nehmen. Köterkeule zum Futtern. Kürbiskuchen zum Futtern. Dreimal was zum Saufen. Und ein Heilmittel. Ah. Jetzt müssen wir unsere Drecksrüstung wieder reparieren. Damit wir hier überhaupt weiter können. Gut, dass der Baum hier durch meine Wohnung wächst. Durch mein Häuschen. Oh, ich bin gerade echt genervt. Ich bin gerade echt genervt. Merkt man wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ist mir bewusst. Mach mal, das Ding ist komplett am Arsch. Hä, war das nur das eine? Alter, du sollst rausgehen. So. Hä? Hallo? Verlassen. Netzer, Dankeschön. Ich wurde gerade von der Werkbank in Geiselhaft genommen. Reparieren. Zack. Ne, brauchen wir nicht reparieren. Oh, Alter, was ist denn heute los? Okay. Das heißt jetzt für uns. Wir sind jetzt da. Wir machen uns jetzt auf den Weg darüber. Wir gehen von hier aus los. Hä? Nein, 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 nein. Das ist weg. Daten. Fehlendes Glied. Folge Madigans Spur. Entscheidend für die Bekämpfung der Verbrannten und sollen sie am letzten. Okay, sonstiges. Achso, Nebenquests. Persönliche Angelegenheit. Ja, genau, Mount Blair finde ich auch in Ordnung. Reiches Büro des Bürgermeisters, wo wir verlorene öffnen Spinne des Mitarbeiters, sammeln wir halt irgendwelche Holobänder. So, die zwei sind gut und wichtig und in Ordnung und die können wir verfolgen. Und ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Na, warte mal, war das nicht da unten der eine? What the fuck, was ist da? Einschlagzone, okay, jemand hat eine Atombombe gezündet. Finde ich legitim. Finde ich legitim. Das Lustigste war ja sowieso. Ich habe alles andere ist in der Richtung. Ich habe das Spiel vorhin gestartet, um zu schauen, ob ich da irgendwas machen kann. Was ist da? Ah, ich muss auch Munition wieder machen und alles. Da ist irgendein Ausguck. Und das erste, was da passiert ist, verbrannte. Auf Level 1. Und eine Brandbestie. Auf Level 50. Das passiert, wenn man neben einem. Wie heißen die Dinger? So ein Krater oder was das ist. So diese verbrannten Zonen da. Wenn man da aufsteht. Oder wieder einsteigt ins Spiel. Kann ich nicht empfehlen. Außer man ist Level, weiß der Geier was. Uncanny Caverns. Was soll das werden? Ist das ein elektrischer Baum oder was soll das sein? Hä?
Da ist ein Häuschen. Was ist das da? Scheiß drauf, wir gehen jetzt da einfach mal hin. Ja, ich lass mich schon wieder ablenken von unserer eigentlichen Mission, aber... Lass mich halt. So. Natürlich gehen wir da gerade hoch. Und da können wir dann auch die den Atombunker, oder ne, den Atom, den Atomraketen-Silo, das können wir dann auch mal kurz anglotzen. Um zu schauen, ob da auch die Aufseherin irgendwas hin hat. Pinball? Oh. Nein. Böser Yaogai. Böser Yaogai. Warte mal. Nein. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Alter! Ey Junge, bleib mal locker! Alter! Nicht die beste Idee! Okay, okay. Komm schon, Bitch. Komm schon. Du hässlicher Bär. Oh. So. Oh. Das war nicht so schön. Also, ich hab fast kein Muni mehr, du. Akzeptier meine Autorität. Wie hat er mich erwischt? Könnt ihr mir das mal verraten? Eigentlich erwischt er mich ja gar nicht, aber okay. Riesentöte. Ja, so groß waren die jetzt auch nicht, auch wenn sie nerven wie Sau. Überschüssige Säure. Egal, wir stellen das mal jetzt einfach in Frage. Splittermine plus. Abbruch des Wasser. Hundefutter in der Dose. Haben wir echt fast kein Muni mehr. Da ist irgendein Haus oben. Ach du Scheiße, ist ja da ganz oben, hä? Ja, dann bleibt's wohl doch beim... Wie weit ist der weg? Der ist da unten. Wir brauchen mehr Munition. Was ich mich immer frage, wobei ich ja noch nicht sicher bin, ob ich das vielleicht schon mal gesagt habe, wie konnte die Aufseherin denn eigentlich ständig so schnell irgendwo überall gewesen sein? Hä? Kann mir das mal einer verraten? Und dann ihre Dinger dann aufnehmen oder weg? Ich meine, ist ja nicht so, als ob die schon 3 Jahre vorher abgehauen ist. RNG Processing Service. Wilder Gulpe. Pösche. Hä, warte mal, wo ist denn... Moment, ist das gleich da hinten? Zur Hölle haben die mich denn gesehen?
tschüss. Dann halt die Schnauze und grüß deine Mutter von mir. Die ist hoffentlich genauso hässlich, wahrscheinlich genauso hässlich wie du. Oh mein Gott. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, ihr Drecksviecher. Boah. Ey. Weißt du, da kommt die ganze Bande, kommt da rausgerannt. Das Henkers Raketenwerfer, dass der Penner keinen einsetzen kann. Da ist der Polizist. Alter Schwede, und ich bin natürlich jetzt wieder voll verstrahlt. Aber gut, dass mir so viel Red. Nein, das war Red X, ne? Was will ich mit dem Zeug jetzt? So. Deswegen sind auch hier überall diese Fetzen. Da hat es wahrscheinlich schon jemand anderen erwischt, der wohl genau, dem wohl genau dasselbe passiert ist. Neuigkeiten und Bekanntmachungen. Liebe Mitarbeiter, bitte benutzen Sie nicht den Lastenaufzug. Er ist gefährlich und nur berechtigte Personal darf ihn betreten. Widerrechtliche Nutzung führt zu Disziplinarmaßnahmen. Danke für Ihre Kooperation. Wenn es gerade Schicht anwesend sein, wenn Sie eine Aufgabe erfüllt haben, können Sie bei das Spiel spielen oder andere von. Ah, okay. Bitte beachten Sie bitte darauf, dass Ihre Mittagspause nicht länger als 3 Stunden dauert. Danke für Ihre Kooperation. Mitarbeiter-E-Mail. Ein paar Fragen. Natürlich kann ich Ihnen versichern, dass wir für Sie und Ihre Familie sorgen werden. Ich weiß, Ihre harte Arbeit zu schätzen. Ich werde dies auch an Mr. Glenn weitergeben. Ja, okay, ist jetzt nichts Besonderes hier. Warte mal, ist nur Alu-Kanister, ne? Ja, dachte ich mir. Hä? Achso, das ist die Flasche da. Was ist denn hier drin? Ah. Ah, fuck. Autorisierung erforderlich. Dose her. Wenn ich wusste, dass diese Scheißdosen so wichtig werden irgendwann. Weil ich mir die Fuck-Munition selber bauen muss. Und ich nicht. Warum ist da eine Todeskrallenklaue drin? Alles klar. Gelbe Farbe ist Blei drin. Da ist nichts drin, weil es leer ist. Okay. Oh, warte. Aufseher-Logbuch, Standort Charlie. Aufseher-Logbuch, Raketensilo Charlie. Ich kann nun bestätigen, dass die Sicherheitssysteme in allen 3 Raketensilos noch voll funktionsfähig sind. Es gibt noch keinen Weg hinein, aber wenn es sein muss, suche ich in ganz Appalachia danach. Na, wow, danke für die Info, Alter. Ein bisschen mehr wäre vielleicht schön gewesen. Sprung, Sprung. Oh. Ja, willst du mich denn verarschen? Warum sind denn hier überall diese 62er-Gule? Hä? Und wo zur Hölle ist der jetzt hin? Und... Oh, hey. Ups. Also die sind in allen 3 sind die... Was ist das da? Zement? Geil.
Zement sehr wichtig sein. Viel bauen können. Ja, ja, ja. Aber ich bin wahrscheinlich jetzt... Jetzt musste ich schauen, dass ich irgendwo was finde, wo ich das Zeug zerkleinern kann. Überschüssige Säure. Günstige Wunde. Warum ist da überschüssige Säure drin? Oh, fuck. Wie haben wir es immer gemacht? Eins. Zwei. Drei. Raus. Und wieder rein. So funktioniert es immer. Irgendwie, irgendwann. Sag ich doch. Ach, das ist dasselbe Scheiß. Okay, was haben wir da drin? Da! Oh, das ging schnell. Fusionszelle, Sturmfeuerzeug, Sicherung, Schießpulver. Ja, klar. Manche Riesenschrecken ist gar nichts drin. Autopsie, Brettspiel, wahrscheinlich Kunststoff. Schmutziges Wasser. Geil. Und eine Dose. Noch geiler. Neue Patronen. Okay. Hier. Ach nein, das ist ja die Aufzugtür. Ich will doch bloß raus jetzt. Nein, da geht's auch nicht raus. Da geht's raus. Verdammt. Der Rest interessiert mich gerade eigentlich gar nicht. Vor allem nachdem ich weiß, dass da oben 60er Ghoul da rumrennt. Die sind ja an sich kein Problem, wenn die nicht auf einen zuraufen würden. Wie fast verrückter Koks-Doktor, Alter. Wie komme ich jetzt auf verrückter Koks-Doktor? Fragen wir uns das lieber nicht. Denn das wird eine... Okay, der ist tot. Er sieht tot aus. So, jetzt haben wir den Standort Charlie haben wir erreicht. Jetzt können wir ja eigentlich endlich mal dahin laufen, wo ich ja eigentlich hinlaufen wollte. Wobei, wir haben ja Standort Charlie. Wir haben Standort Bravo. Das ist bloß die Frage. Die Fragen. Wahrscheinlich ist dann hier, glaube ich, in der Nähe war ja noch eins, ne? Und wir halt ja schon wieder die 90er und. Gib mir so auf den Sack. Wo der dritte Standort ist. Wo kommst denn jetzt du her? Hä? The fuck? Okay, ich bin versteckt. Oh, ich habe einiges an Munition gefunden, sehe ich gerade. Jetzt habe ich wieder 45. Jetzt gehen wir noch zum Aussichtspunkt, weil wir ja eh in die Richtung müssen. Eieiei. Und es gefällt mir, dass es nicht ruckelt wie Sau. Also warte mal, war hier nicht... Da war auch ein Bahnhof, ne? Na, scheiß auf den Bahnhof. Wobei ich da vielleicht gleich wieder was verkaufen kann. Oh, da ist ein Zelt. Okay, ich dachte, das ist schon so ein Arschloch-Ghoul. Ich habe auf die keinen Bock mehr, die sollen weggehen. Ich will wieder Verbrannte killen. Die stehen wenigstens irgendwo dumm rum, anstatt irgendwo rumzuliegen, alle aufzustehen und auf mich zuzulaufen, wie so. Wie auf Koks, Alter. Schnapsglas, Kochpfanne. Dämliche Truhe wollte ich jetzt schon sagen. Ah, jetzt muss das Aussichtspunkt.
Spot sein. Hä? Da ist nichts. Ach, das ist der. Ah, okay, da hinten. Aha, wen haben wir denn da? Warum habe ich den nicht getroffen? Was soll der Scheiß? Egal, wir bleiben locker und entspannt. Immer locker bleiben. Ja, wie kurz sitzt daneben schießen, bist du. Oh, Alter, was hält die aus? Alter! Dämliches Mistvieh. Alter. Schwede. Bastion Park. Oder Bastion Park. Den hat es wahrscheinlich beim Schlafen weggeätzt. Diese Affen sind saugruselig, ey. Und außerdem weiß ich, dass ich schon öfter welche gesehen habe. Hä? Oh, hey. Schwarze Blähfliege, was geht? Dass ich öfter in anderen Fallout 4 oder sowas, da waren ja auch öfter Fallen mit dabei. Ich bild mal ein, die sind dann auch explodiert oder so. Hä? Na, da. Ich komme da gar nicht so rein. Aber so. Der dämliche Clown. Gut, gibt nichts zu sehen, nichts zu melden, nichts zu glotzen. Weiter geht's. Wow. Das war knapp. Wow, 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 wow. Locker, locker bleiben. Autsch. Scheiß Blähfliegen. Kommt doch runter, wenn ihr euch traut. Wäre für die eigentlich kein Problem, ne? Wenn man mal von ihren Flügeln ausgeht. Alu. Alu für alle. Okay, das war gelogen. Alu nur für mich. Nur für mich alleine. Noch irgendwas? Ups. Ist das schon wieder ein Friedhof? Muss ich da schon wieder was beerdigen? Ich hab wieder keine Schaufel dabei. Und ich habe mittlerweile mitbekommen, ich bin der Einzige, der wo die Schaufel gesucht hat. Weil der. Hallo Reisender, hier spricht Dick Shale. Willkommen in Appalachia. Wussten Sie, dass das Herbstfest am letzten Wochenende im Oktober stattfindet? Eine der berühmtesten Touristenattraktionen in Appalachia ist das Haus der Kürbisse. Das Haus der Kürbisse begann im Jahr 1978 mit gerade mal 4 ausgehöhlten Kürbissen zu Halloween. Seitdem ist die Anzahl dieser handgeschnitzten Gewächse auf 300 angestiegen. Erweckt ein Haus mit 300 Kürbissen Aufmerksamkeit? Aber ganz bestimmt. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit und bestaunen Sie die Kürbisse. Das Haus der Kürbisse, und wo soll das hier sein? Ist das hier irgendwo in der Nähe? Hoppala. Warte, ist es das da? Oh ne, Firmenhauptsitz. Haus der Kürbisse. Ich weiß mal erst, auf wen interessiert ein Haus, wo 300 scheiß handgeschnitzte Kürbisse sind. Exakt. Niemanden. Abbys Bunge. Sugar Grove. Ach Gott, da ist der Standort Alpha. Aha. Ich dachte mir doch, den haben wir schon mal gefunden.
Aber wo ist das Haus der Kürbisse? Ich hätte ja eigentlich gesagt, es müsste hier irgendwo in der Nähe sein, wenn wir hier die Leiche gefunden haben, aber... Was wir schon für Sachen gefunden haben, die waren dann Kilometer weit woanders. Das da oben? WV Lumber Co. Wahrscheinlich habe ich schon vorbeigescrollt und alle. Da oben, da oben. Ha. Egal. Schauen wir uns erstmal das an. Ach so, das sind so Buden, wo sie Zeug verkauft haben. Salzburg. Oh, ja, meins. Nuka-Cola, ne, Nuka-Cherry. Kronkorken. Und den Scheiß können wir auch gleich aufmachen. Da. Warum zur Hölle ist jetzt das scheiß Radio angegangen, kommt das mal einfach an. Warte mal. Niemand hat gesagt, dass das angeht. The beautiful uncanny caverns. Ah, okay, das ist so eine Höhlentouristenattraktion oder was? Hm. Fotorahmen, unheimliche Höhlen. Cool. Schon wieder irgendwelche komischen Viecher unterwegs. Und ein Ghoul, der kann mich ver... Oh ne, warte, das ist gar... Das war ja... Oh oh. Ach ja, nervt ihn nicht rum. Schleichangriff, zweifacher Schaden. Der Typ war vor... Das ist sogar vor mir gestanden. Ein Red Bear. Yay. Wir lieben alle Red Bären.